Und herzlich willkommen, liebe Herzt und Freunde, zu einer weiteren Episode Karasan im Solo-Abenteuer normal. Heute zum 26.08.2016. In der letzten Episode habe ich den Kurator besiegt. Leider nur im zweiten Anlauf. Im ersten Anlauf habe ich es mit meinem, wie kann ich das bezeichnen? Rush. Face Midrange Hunter, kann man sagen. Versucht, hat aber nicht ganz funktioniert. Aber leider kein Spott in dem Deck. Aber in der zweiten Runde mit dem Hexenmeister, da war das mehr oder weniger easy going. Und jetzt sind wir in dem, beim zweiten angelangt, ne? Der Kurator entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Bitte helft, die Kreaturen einzufangen. Okay. Wir haben hier den Schrecken der Nacht. Sehr nett. Mit der passiven Heldenfähigkeit, Spieler beginnen mit 10 Mana-Kristallen. Oh boy! Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und ich glaube, dass meine beiden Rush-Decks da nicht wirklich zu gebrauchen sind, aber just for fun, ne? Probiere ich das jetzt mal aus. Aber ich glaube, die sind nicht zu gebrauchen. Da muss ich ein komplett neues Deck mit euch Rexha zusammenbauen. gegen den Schrecken der Nacht. Aber wir probieren es aus. Ich bin der Letzte, der sich da lumpen lässt. Ne? Da Lass bin die ich Jagd der. Ich glaube, die beginnen. Starthand behalte ich in dem Sinne dann schon. Dann kann ich nämlich direkt hier alles raushauen fast. Grüße. Freigesetzte Exponate könnten beschädigt werden. Sie gehören zurück in die Menagerie. Kämpfe meiner Seite. Das war's. Ich bin die Essenz der Magie. Ich hab sowas geahnt irgendwie. Ich hab sowas irgendwie geahnt. Geht voll face, oder? Voll Face, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Komm, Mitternacht. Komm, Face. Face is the place beim Jäger. Komm. Kommt ein Gewittersturm und alles ist zunichte, aber was soll's? Kurator, wir müssen Medivh retten. Die Kreaturen müssen gerettet werden. Doch, Erst dabei. danach könnt ihr fortfahren. Oh. Oh. Nice. Oh, nice. Nice. Krass. Das ist ja gut gelaufen. Easy. Okay. Das ging ja deutlich einfacher, als ich befürchtet habe mit dem Hunter von mir. 3 Mana, 2, 3 Paladin-Karte, Nachtschrecken-Templerin, aha. Kampfschrei, ruft 2 Welplinge 1-1 herbei, wenn ihr einen Drachen habt. Naja, wenn ihr einen Drachen, ja, das ist eine nette Karte, wenn man so will, für 3 Mana. Ne, ja. Ja. Schon fast wie ein Yeti für 3 Mana. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Für 1 Mana 02. Todesröcheln zieht eine Karte. Ja, gut. Kann ich mir jetzt vielleicht vorstellen mit hier, löst eure Todesröchel-Effekte aus oder so. Oder, ne? Aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich finde es eine witzige Idee, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Müsste man in Action ausprobieren. Ja, ehrlich gesagt habe ich befürchtet, ich muss mit euch hier jetzt ein neues Deck bauen oder was. Und das wird eine halbe Stunde Folge, aber es war ja ein 2-Minuten-Ding. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann machen wir jetzt direkt weiter mit dem nächsten Boss, ne? Tschüss.